Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind wieder da, wir sind wieder auf der Normandy und wir müssen unbedingt zur Citadel, um dem Ratze mitzuteilen, was Sarah denn so Böses gemacht hat. Und ich glaube herausgefunden zu haben, warum beim letzten Mal mein Computer ein bisschen rumgespackt hat. Vielleicht liegt es auch am Spiel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich feststellen müssen, dass am Eingang zu meinem Lüfter eine halbe Katze gewachsen ist. Denn da waren so viele Katzenhaare dran, dass ich, nachdem ich den Filter da einfach mal mit dem Finger abgewischt habe, wirklich ein übelstes Fellknäuel in der Hand hatte. Mal sehen, ob es jetzt vielleicht ein bisschen besser geht. Mal schauen. Auf jeden Fall schauen wir mal in Shepards Fach, denn da finden wir auch immer nette Sachen drin. Zum Beispiel eine gute Schrotflinte, Stufe 3 schon. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir ausnehmend gut. Und wir schauen mal, wer hier hinten noch so rumsteht. Das ist ein elementarer Bestandteil von Mass Effect, dass wir auch mit den Menschen sprechen. Und das wollen wir auch sehr gern tun, wenn diese Möglichkeit besteht. Mit den Leuten hier vorne haben wir ja schon bereits geredet. Kaidan wollte ja nicht. Dr. Chakras und Ashley haben wir schon abgearbeitet. Das heißt, wir können ganz offensichtlich schon mal fortschreiten. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Denn wir können auch mit dem Aufzug eine Etage nach unten fahren, wo wir quasi die Rüstkammer und den Vorbereitungsraum für Außeneinsätze haben. Wir sehen auch schon, da ist auch das Landungsfahrzeug. Mit dem werden wir später noch unterwegs sein, das werden wir noch sehen. Und hier gibt es auch einen Ausrüstungsoffizier, bei dem wir Sachen kaufen können. Hey Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere Vorräte, bevor Sie starten? Was können Sie mir anbieten? Was immer Sie wollen. Rüstung, Waffen, Mods, keine Standard-Allianzware. Aber das muss kein Nachteil sein. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für meine Waffen und Rüstungen zahlen? Meine Waren stammen nicht aus dem Allianz-Arsenal. Ich muss sie selbst kaufen und sie sind nicht billig. Allein die verdammten Lizenzen haben mich ein Vermögen gekostet. Aber ohne Lizenzen keine Waren und ohne Waren kein Job. Genau, wir können sein Angebot dann auch später erweitern, indem wir eben Lizenzen noch dazu kaufen. Aber das werden wir alles noch sehen. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Wir schauen das sehr mal rein. Sehr gern, Commander. So, da haben wir natürlich erstmal Sachen, die noch auf relativ niedrigem Niveau sind, aber ich würde sagen, zum Beispiel hier, dieser mittelschwere Panzer, der würde mich schon reizen, ne? Leider haben wir nicht annähernd genug Geld momentan, um uns das leisten zu können. Wir brauchen 18.750, haben aber nur 1.430. Ich weiß gar nicht, wie die Währung hier heißt. Heißt die Credits einfach? Wahrscheinlich schon. Ist ja immer relativ üblich, das Credits zu nennen einfach. Aber wir können auch Sachen verkaufen und das wollen wir gerne tun, denn wir haben einen Haufen Zeug, das wir nicht brauchen. Vor allen Dingen hier auf Stufe 1. Die ganze Sache auf Stufe 1 können wir eigentlich verkaufen. Das macht nicht viel Sinn, da groß hin und her zu switchen jetzt momentan. Das können wir dann später alles austauschen gegen höherlevelige Waffen sozusagen. Deswegen also Stufe 1 ist erstmal weg. Stufe 2 können wir von mir aus erstmal behalten. Auf jeden Fall haben wir schon mal zumindest um ein bisschen unsere Creditzahl erhöht. Hier können wir gleich direkt mal die Scimitar 3 reinhauen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Der Schaden ist schon mal ein ganzes Stück höher. Auch hier die Edge, die ist schlechter, okay. Was haben wir noch? Sonst haben wir gar nichts mehr, was wir noch wechseln können, okay. Alles klar. Dann bleiben wir so, wie wir sind. Wir schauen nochmal kurz hier unten nach. Hier dürfte eigentlich momentan niemand weiter sein, oder? Ach doch, der Techniker, natürlich. Der Techniker Adams, richtig. Hier drüben ist bloß irgendeine Hilfstante. Genau, und wir können auch die ganzen Sachen untersuchen. Dadurch erhalten wir ein paar Infos und auch noch XP dazu, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Okay, bloß XP. Ist auch in Ordnung. Wir kriegen aber Einträge für unseren Codex. Den können wir uns später auch noch anschauen. Machen wir vielleicht ein andermal. Ich will jetzt erstmal spielen, aber wir sehen schon, wir haben hier einiges an Einträgen. Primäre, sekundäre Einträge. Können wir später gerne mal reinschauen. Vielleicht mache ich da eine Special-Folge oder so. Ich weiß es noch nicht so genau, wie ich das mache am besten. Auf jeden Fall möchte ich das nicht vollkommen unbetrachtet lassen. Aber erstmal reden wir mit Techniker Adams und danach geht's hoch auf die Brücke, damit wir zu Kapitän Anderson zurückkehren. Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Das war's? Das mit Jenkins tut mir leid, Commander. Okay. Immer wenn ich Jenkins höre, muss ich an How I Met Your Mother denken. Und dort gab es auch mal Jenkins, falls jemand die Folge kennt. Das war eine Kollegin von Marshall, die er nicht als Kollegin, sondern als Kollegin ausgeschmückt hat.
weil sie relativ anstößliche Sachen vorgemacht hat. Und Barney kam dann an, heute Abend werde ich auf Jenkins liegen, unter Jenkins, in Jenkins. Ich werde in Jenkins hineinschlupfen wie in eine Socke. Ist irgendwie hängen geblieben bei mir, ich weiß auch nicht. Gut, gehen wir da oben. Und schauen mal, wo wir... Hey Presley, alles klar? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Der Verlust von Jenkins war ein harter Schlag für die Crew. Na klar, schauen wir mal, ob Anderson da ist. Sieht nicht so aus. Okay, aber wir können einen Kommunikationslink aufbauen. Los geht's. Ach Mensch, ich dachte, wir machen jetzt hier irgendwas. Dann werden wir wohl auf die Brücke müssen. Hin zu Joker. Und werden dann von da aus... Ich frage mich, wo Anderson gerade ist. So, ja, haben wir auch noch was. Ein Navi-Handbuch. Das können wir gleich direkt noch mit untersuchen. Auch die Karte der Galaxis können wir... Ah, die können wir öffnen. Okay. Dann müssen wir gar nicht zu Joker, sondern wir dürfen schon mal auf die... Okay, wir dürfen doch noch nicht. Genau, denn wir sind nämlich noch nicht der kommandierende Offizier dieses Schiffes. Nur der darf die Zielvorgabe vorgeben. Genau deswegen wollte ich jetzt auch zu Anderson eigentlich, weil der das Ganze nämlich machen muss. Was hatten wir denn hier drüben? Er hat doch gerade irgendwas noch angezeigt. Okay, das war bloß das Übliche. Aber irgendwas gab es ja noch zum Erkunden, soweit ich das in Erinnerung habe. Vielleicht habe ich das aber auch schon gemacht. An den Konsolen hier. Gut, gibt nichts mehr. Dann sprechen wir mal mit Joker, würde ich sagen. Jo. Gutes Timing, Commander. Ich wollte uns gerade in die Zitadelle bringen. Weiten des Weltraums. Und dort ist das nächste Massenportal, mit dem wir durch die Gegend geschnipst werden. Und ich fand den Gedanken immer befremdlich, dass man Technologie benutzt, von der man keine Ahnung hat. Und das wie selbstverständlich, um durch die Welt zu reisen, durch den Weltraum zu reisen. Das ist die Citadel. Was für ein gigantisches Schiff. Die Ascension, das Flaggschiff der Zitadellflotte. Größe allein ist auch nicht alles. Warum so empfindlich, Joker? Ich will damit nur sagen, dass man auch Feuerkraft braucht. Sehen Sie sich das Monster an. Sein Hauptgeschütz könnte jedes Schiff der Allianzflotte in Stücke reißen. Gut, dass es zu unseren Verbündeten zählt. Zitadellkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Bitten um Landeerlaubnis. Bitte auf Freigabe warten, Normandy. Freigabe erteilt. Sie können mit dem Landeanflug beginnen. Ab jetzt übernimmt ein Allianz-Operator. Roger, Allianz-Tower. Normandy out. Normandy, hier spricht der Allianz-Tower. Bitte fliegen Sie jetzt das Dock an. Das ist ein Skandal. Wäre eine turianische Kolonie angegriffen worden, würde der Rat reagieren. Die Turianer gründen keine Kolonien am Rande des Terminus-Sektors. Botschafter. Die Menschen waren sich der Gefahr sehr wohl bewusst, als sie die Traverse besiedelten. Und Saren, ein Spectre außer Kontrolle. Ich verlange eine entsprechende Reaktion. Es steht Ihnen nicht zu, etwas vom Rat zu verlangen, Botschafter. Wir werden uns in der nächsten Sitzung anhören, was die Zitadell-Sicherheit zu den Anschuldigungen gegen Saren zu sagen hat, aber nicht vorher. Captain Anderson, Sie haben ja Ihre halbe Crew mitgebracht. Nur das Landungsteam von Eden Prime, falls Sie Fragen stellen möchten. Ich habe die Missionsberichte. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie korrekt sind. Natürlich. Ist es Ihnen gelungen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren? Sie waren nicht sehr glücklich. Saren ist Ihr Top-Agent. Sie hören es nicht gern, dass er des Verrates beschuldigt wird. Ich werde nicht einfach stillhalten, nur weil der Rat sich weigert, etwas zu unternehmen. Wenn Sie Saren nicht aufhalten, werde ich es tun. Commander, Sie haben schon mehr als genug getan, um Ihre Kandidatur als Spectre zu gefährden. Die Mission auf Eden Prime war eine Chance zu beweisen, dass Sie Ihre Aufgaben erledigen können. Aber leider ist Nihilus jetzt tot und der Sender verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten.
Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man Sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Tja. Oh, abtrünnig plus zwei, na sowas. War der Kommentar echt so bösartig? Na gut. Folgen Sie dem blinkenden Pfeil auf dem Radar zum Citadel-Turm. Das ist die Citadel, ein riesiges Schiff im Prinzip. Oder eine riesige Raumstation, die wirklich gigantisch ist. Also das, was wir hier sehen, ist ein Arm der Citadel. Und mit der Citadel verhält es sich genauso wie mit den Massenportalen. Die war offenbar schon immer da. Keines der hiesigen Völker hat dieses Ding gebaut, sondern offenbar, also in diesem Teil, ich sag mal, weil wir ja noch im ersten Teil sind, wo wir noch keine Informationen haben, es scheint so, als ob die Proteaner das gebaut haben. Und ich weiß, das ist blöd zu, also ich muss sagen, es ist echt blöd zu Let's Playen, weil ich natürlich die Hintergrundinfos schon habe, weil ich alle Spiele schon durchgespielt habe. Und dadurch einige Sachen weiß, die eben erst später klar werden. Also scheinbar wurde dieses Ding ja von den Proteanern gebaut, genauso wie die Massenportale. Und ja, das ist ein bisschen merkwürdig, weil man sich hier drauf aufhält, das zu seinem Hauptsitz macht und das alles für selbstverständlich nimmt. Und man versucht gar nicht, die Technologie so weit nachzuvollziehen, dass man selbst so etwas bauen kann, sondern es wird einfach nur genutzt. Und das finde ich echt merkwürdig, weil man, auch wenn das einfach nur ausfallen würde, total aufgeschmissen wäre, wenn die Technik auf einmal versagen würde. Glücklicherweise hält die sich selbst instand und wir werden auch noch sehen, wie. Aber erstmal würde ich sagen, hacken wir uns doch einfach mal in die Computerkonsole ein. So, geht's wieder mit manuellem Überbrücken los. Ich warte einfach mal, bis das durch ist. Oh, das war natürlich blöd. Ich hätte es fast geschafft schon, aber musste es natürlich verkacken. Dann warten wir einfach mal zur zweiten Runde. Nicht genug. Oh! Wir haben es dadurch verkackt. Das ist natürlich ärgerlich. Ich wusste gar nicht, dass man nur einen Versuch hat manchmal. Na gut, dann lassen wir das erstmal und werden später mal... Wobei, wir könnten doch einfach Universalgel herstellen, oder? Mal kurz schauen. Was ist denn hier die billigste Waffe, die wir haben? Ah, weiß ich gar nicht. Nehmen wir mal einfach... Ja, wir haben alles zweimal hier. Nehmen wir mal die Scimitar. Und wie ging denn das? Ach hier, Universalgel. Genau. So, jetzt haben wir Universalgel und dieses können wir benutzen, um dann die Sachen eben nicht manuell, sondern automatisch zu überbrücken. Offenbar haben wir aber noch nicht genug davon. Ich weiß auch nicht mehr, wo hier die Anzeige für das Universalgel ist. Wahrscheinlich das hier, die 21. Wir können aber auch noch einfach ein bisschen mehr davon erzeugen. Genau, jetzt haben wir 25. Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Jawohl. Wir brauchen exakt 25 Universalgel-Einheiten. Ist also relativ teuer, aber ich mach's einfach mal. Vielleicht gibt es ja Infos für uns. Bericht der Allianz-Patrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Energiesignalen während der Patrouille durch das Argos-Roh-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant. Ob wir ein Aufklärungsteam dahin entsenden sollten? Behalten wir im Hinterkopf, denn auf diese Art und Weise können wir Nebenmissionen erhalten. Schauen wir mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas anderes haben. Das sind ja hier die Holoprojektoren, über die wir gerade schon die Mitglieder des Rates der Citadel gesehen haben. Wie wir gesehen haben, alles verschiedene Rassen. Der eine, haben wir gesehen, war auch ein Turianer, wie wir sie schon kennengelernt haben. Die anderen beiden Rassen, die Salarianer und die Asari, werden wir noch kennenlernen. Die sind nämlich ziemlich einflussreich und wichtig und auf die werden wir ziemlich oft treffen. Aber ich verstehe, was Sie sagen, aber diese Anschuldigungen sind eine ernste Sache. Ich kann nicht einfach... Ja. Das ist eine ernste Sache. Ich quatsch jetzt einfach mal drüber. Hier sehen wir andere Botschafter niederer Alien-Rassen sozusagen. Genau wie die Menschen ja derzeit noch als nieder eingestuft sind. Ich werde mich darum kümmern. Haben wir hier auch andere, sich in der Zwischenzeit denen das genauso geht, die halt nur das Recht haben, einen Botschafter zu stellen, aber nicht dem Rat angehören. Und mit denen wollen wir doch mal reden, denn die sind, vor allem die hier, sind ziemlich lustig. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander.
Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Was hat die Asari getan, dass Sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen, offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen? Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, denn sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erzählen Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadell-Sektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadell. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadell zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was! Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, denn diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Gut, damit haben wir die Elkor und ihren Botschafter kennengelernt. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadell. Und es ist halt wirklich cool, dass die einzelnen Völker unterschiedliche Kulturen und Denkweisen haben und aufweisen. Und die Elkor, die sind halt eher so ein ruhiges Volk, sehr friedliebend und bleiben halt lieber unter sich und reisen nicht so viel in der Welt rum, sind halt nicht so die Draufgänger. Aber diese Sprachgewohnheit ist wirklich cool, dass die halt, weil man es nicht aus ihrem Tonfall heraushören kann oder aus irgendeiner Gestik, müssen sie halt immer dazu sagen, was gerade ihr Tonus ist, während sie sprechen. Das ist sehr lustig. Und hier haben wir noch gleich eine andere Rasse, mit die wollen wir auch noch kennenlernen, und deren Botschafter ist Dean Korlak, der nicht allzu freundlich ist, wie wir schon mitgekriegt haben. Ich denke, Sie haben sich verirrt, Erdenclan-Mensch. Ihren Botschafter finden Sie nebenan, in dem großen Büro. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Was ist das für ein Ort? Sie befinden sich in der Botschaft der Völker Volos und Elkor. Ihren Botschafter finden Sie nebenan in seinem eigenen Büro. In diesem Gemeinschaftsraum unterstütze ich die Volos-Bürger, wenn ich nicht davon abgehalten werde. Ich würde gern mehr über die Volos erfahren.
Ich bin sicher, dass unsere Geschichte und Kultur Sie langweilen würden, Erdenclan-Mensch. Sie irren. Ich würde tatsächlich gerne etwas über Ihre Geschichte erfahren. Mein Volk kam zur Zitadellstation kurz nachdem die Asari und die Salarianer sie entdeckt hatten. Wir waren an der Etablierung der standardisierten galaktischen Ökonomie beteiligt. Doch trotz unserer langen Verbindung zur Zitadelle und unseres Beitrags zur galaktischen Gesellschaft haben wir immer noch keinen Sitz im Rat. Erzählen Sie mir bitte von der Kultur der Volus. Wir sind ein Stammesvolk, aber nicht gewalttätig. Wir kaufen und verkaufen unsere Länder und Stammesmitglieder und mehren so unseren Reichtum. Größere Stämme übernehmen häufig kleinere, um sich dann später wieder aufzuspalten. Unsere Gesellschaft ist sehr flexibel und unsere Regierung befindet sich im ständigen Umbau. Da wir nicht über große physische Stärke verfügen, bieten wir unsere Dienste im Austausch für Schutz an. Was genau machen Sie hier? Ich versuche, die Interessen der Volus zu vertreten. Keine einfache Aufgabe, da der Rat es meistens vorzieht, uns zu übersehen. Tadelnd, zurechtweisend. Der Rat hat eine hohe Meinung von Ihrem Volk. Sie sind ja so naiv. Der Erdenclan wird schon lange einen Sitz im Rat haben, bevor wir diese Ehre erfahren werden. Warum haben die Elkor und Volus keinen Sitz im Rat? Alle Völker müssen sich als geeignet beweisen, bevor sie einen Sitz im Rat bekommen. Aber das gilt natürlich nicht für den Erdenclan. Ablehnung zeigend. Ignorieren Sie den Volus-Botschafter einfach, Commander. Seine Ansichten entsprechen nicht der Wahrheit. Wirklich? Wie lange warten wir denn schon? Und wie lange sollen wir wohl noch warten? Es ist widerlich. Und es hat sowieso keinen Zweck, mit Menschen zu sprechen. Sie wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd, zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja, ja. Auf Wiedersehen, Erdling.